Hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei ARK Survival Evolved. Ich habe es hinbekommen, ich habe es tatsächlich in der eben noch hinbekommen, da oben, wie ihr seht, das Dach zu platzieren. Und dann ist mir was aufgefallen, was mir leider überhaupt nicht gefällt. Das mit dem Tor, das geht so wirklich nicht. Das können wir so nicht machen. Wir müssen das Haus eins größer machen, weil ich will das Tor nicht weiter nach... Nee, wir machen das Haus jetzt eins größer. Ich habe dafür schon mal so ein bisschen was hier vorbereitet. So. Dann muss ich irgendwie da hoch, Oh Gott, ich muss das Dach wieder... Scheiße. Ja, egal, ich muss das Dach halt auch wieder abreißen. Wir haben hier noch so ein paar Floors. Die setzen wir jetzt erstmal da drauf. So. Und jetzt kommt der große Spaß. Das wird jetzt mit Sicherheit ein mega Spaß. Ich freue mich schon unglaublich. Nee, tue ich nicht. Ihr habt mich ertappt. So. Okay, das kann auch wieder weg. Erstmal. Jetzt habe ich nur das große Problem. Ich muss irgendwie das da kriegen. Da könnten wir, aber Moment, ich habe doch hier... Die können wir ja wieder einsammeln. So, machen wir das einfach. So, dann können wir das nämlich hier einsammeln. Und dann sammeln wir hier. Das Fenster. Ist das das Fenster? Ja. So. Jetzt sammle ich das mal ein, dann werde ich runterfallen. Ist aber auch vollkommen okay so. Einmal wieder hoch. So, und dann machen wir hier das noch weg. Da komme ich auch von unten dran, oder? Wunderbar. Dann können wir das noch einsammeln. Das noch einsammeln. Ich hoffe, ich habe noch genug Wände, um das dann auch zu erweitern. Aber so, es ging... Nee, das ging so nicht. Das konnte ich so nicht. Nee. So, dann picken wir das noch ab. Oh Gott, ich und mein... So, dann sind wir doch... Dann kann ich halt auch noch ein paar mehr Tresore und so hier, als hätten wir noch nicht genug. Kann ich hier noch so ein paar platzieren. Dann und jetzt eins größer, dann passt das auch besser mit dem... So, dann machen wir das mal so. Jetzt überlege ich gerade, eigentlich könnte ich... Nee, das lasse ich, glaube ich, so mit der Rampe. Das finde ich ganz... Das ist okay. Machen wir hier... Jetzt überlege ich, mache ich hier unten ein Fenster? Nee, ich mache hier unten kein Fenster rein. Zack. Aber da mache ich eins hin. So. Wenn wir die schon haben, dann können wir die auch benutzen. Dann machen wir da ein Fenster rein. Noch ein Fenster. Und dann geht es hier oben weiter. Zack. Zack. Finde ich sogar mit dem Fenster besser, so mittendrin. Weil so ist das mittendrin statt nur dabei. Ich halte schon meine Klappe. Ist ja okay, ich sag nichts mehr. Jetzt müssen wir hier allerdings noch einen Boden platzieren. So, komm her. Einmal. Oh, seht ihr, jetzt fängt das wieder an. Ein bisschen. Ah. So. Jetzt. Anderer Winkel mal wieder. Snap da rein. So, geht doch. Geht doch. Und jetzt der ganze Spaß von vorne. Als hätte ich nicht schon genug Probleme mit diesen blöden Dächern gehabt. So, aber vielleicht funktioniert es ja jetzt besser. Ne? Ja, funktioniert super besser. Wenn ich jetzt hier G drücke, nein. Wenn ich jetzt hier E drücke, so. Mit E könnte ich das gegebenenfalls... Nein. 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 Hm. Habe ich hier eigentlich bei... Da muss auch noch eine Schräge rein. Was ich nicht verstehe, ist, warum das hier so komisch... Warum ich hier so eine komische Kante bekomme. Guck mal, das sitzt viel tiefer. Irgendwie.
als es auf der anderen Seite tut. Und ich verstehe es einfach gerade nicht. Vielleicht andere Snap-Points oder so. Das könnte natürlich sein, da habe ich jetzt auch nicht so drauf geachtet. Ich krieg das schon wieder nicht platziert. Ich krieg hier die Krise. Warum? Warum ist immer das Platzieren von Dächern der letzte, Entschuldigung, wenn ich das so sage, der letzte Rotz? Das ist mir schon ein paar Mal in Ark aufgefallen. Die Dächer sind echt immer das Schlimmste. Oh, dann machen wir jetzt erstmal was anderes. Ich habe nur noch 4, naja, egal. Kriegen wir schon irgendwie gewuppt. 1, 2, da muss ich mal gucken, wie ich dann da noch Sachen, also da muss ich ja noch was drüber bauen, da. So, und dann habe ich noch genau 2 Stück. Könnte ich die irgendwie so hier oben mal... Nein, nein. So ist, glaube ich, ganz gut. Nein, nein. So. Bauen wir uns hier unseren Metallbunker. Aber das soll ja auch sicher sein. Also ich habe das bewusst aus Metall gebaut. Ich habe gesagt, ich will nicht so viel aus Metall bauen. Aber das hier ist halt einfach aus Metall. Ich könnte da vielleicht sogar noch einen Steinkasten... Oh, das wäre geil. Aber, na, ein bisschen übertrieben. Ja, meine Idee war, das Ganze aus Metall zu bauen, weil da kommen unsere Vorräte rein und da will ich nicht, dass die irgendwann mal aus Versehen zerstört werden oder, naja. Ihr wisst ja, wie das ist mit so größeren Dinos, die dann mal plötzlich in der Basis auftauchen. Es ist zwar mittlerweile sehr ruhig hier, aber so, Ubercrafter Structures, Metall und dann brauchen wir noch ein paar Roofs, Floors, was auch immer. Es ist doch alles das Gleiche. Ich überlege auch, ob ich mir noch so ein paar Das ist der Floor Support Beam und ich habe einen Roof Support Beam. Ne, Floor Support Beam wäre richtig. Requires a wall to attach to. Ich finde das eigentlich ganz cool, aber ich verstehe nicht, wie die Dinger funktionieren. So. Ich nehme mir auch gerade mal hier ein Vögelchen mit, weil dann habe ich nämlich den Vorteil, ich kann auch oben aufs Dach. Da komme ich ja momentan noch nicht hin. Wobei ich gerade was anderes mal wieder überlege. Moment. Wir gucken mal. Metall. Oh Gott, jetzt muss ich das nur finden. Da, Trapdoor Frame. Vielleicht bauen wir da ja auch einfach eine Trapdoor rein oben. Da kann man nämlich auch mal mit dem Tierchen reinfliegen. Genau das gleiche wie hier beim Haus, wo ich noch nie reingeflogen bin. Aber alleine die theoretische Möglichkeit, dass es gehen könnte, finde ich dann doch sehr angenehm. Ich vermute nur, ja, langsam geht auch mein Metall wieder zur Neige. Ich werde dann nach dieser Folge wieder Metall farmen. Ah, was war das denn? Rubberbanding. Komisch. Eigentlich wollte ich ja schon zwischen der und der vorigen Folge Metall farmen, das habe ich irgendwie wieder vergessen. Trapdoor, Large Metal Trapdoor, Craft Item und dann brauche ich nochmal 200. Oh Gott, mein Metall, es ist alles weg. Guckt euch das mal an, noch 275 Stück. Trapdoor. Wo ist denn die Large Metal Trapdoor? So. Ich bin mal gespannt, ob das... Achso, ich wollte ja den Vogel mitnehmen. Hab ich gerade gesagt, ne? Ich wollte den Vogel mitnehmen. Weil dann kann ich nämlich tatsächlich... das könnte aber funktionieren mit der Trapdoor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde runterfallen. So. Moment. So, dann kann ich mich zumindest hier schon mal hinstellen. Und dann die Trap... Oh Gott, die war aber nur 2x2, ne? Die war nicht größer. Ja, die ist nur 2x2. Dann machen wir das doch hier hin. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, in welche Richtung die aufgeht. Genauso wie ich es wollte. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, und jetzt können wir nämlich auch hier drauf rumlaufen. Und ich kann... Moment. Ich kann hier nochmal... Sitzt eigentlich auch... Gut. Sitzt wirklich gut so. Genauso hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt.
Jetzt ist nur die große Frage. So, jetzt muss ich das hier irgendwie hinkriegen. Ohne runterzufallen, natürlich. So. So, dann um den Rest kümmern wir uns dann einfach später. So. So. Und so. Vielleicht kann ich ja jetzt auch schon hier die Schrägen hinsetzen. Ich probiere es einfach mal aus. Nee, das ist jetzt das Falsche gewesen. Das wollte ich doch. Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht's. Ah, zu früh gefreut. Warum geht denn das nicht? Vielleicht jetzt, wenn ich die... Nein. Geht's jetzt vielleicht, wenn ich von hier aus gucke? Meine Fresse, das bringt mich echt nochmal zur Verzweiflung, dieses... Ich kann da nicht bauen, warum kann ich denn da jetzt nicht bauen? Oh. So. Dass das so mühselig ist zu platzieren. Wer hätte das gedacht? So, habe ich denn noch normale Wände? Nee. Ich probiere mal. Nur, ich will aber trotzdem mal was ausprobieren. Kann ich. Perfekt, dann machen wir das so. So. Die Fenster setze ich da irgendwie nochmal rein. Wobei das könnte. Ah, da offen. Ah, ich weiß nicht, ob ich es offen lassen will. Ah, jetzt fehlt eigentlich nur noch hier das Dach. Komm, lass mich doch bitte dieses Dach da einfach rein platzieren. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, ich brauche noch zwei Wände. Frust. Frust, 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 Frust. Ich habe übrigens den Vogel oben stehen lassen. Ich Intelligenzbolzen. Warum eigentlich? Was mache ich? Ich mache nur Scheiße gerade. So, wir schnappen uns mal das. So, Metal Wall brauchen wir jetzt zwei. Jetzt ist echt die große Frage, wie kriege ich dieses blöde Dach da endlich platziert? Das macht mich wahnsinnig. Vielleicht von hier mal probieren. Ja, so, guck mal, so könnte ich noch eins dran setzen. Mache ich sogar. ja, hier. So, aber dann fehlt halt immer noch das da oben. Ach man, das ist. Mir macht das gerade keinen Spaß. So, jetzt machen wir mal zumindest mal da die Wand rein. Und da die Wand auch rein. Und dann muss ich irgendwie rauskriegen. 5. Ja, passt genau. Passt genau. Nein, nach unten bitte. Hallo, nach unten. Genau, so. Nach unten. Dann hätten wir das schon mal. Hier muss noch eine Rampe nach... Eine Rampe dazu. Hier werde ich, glaube ich, auch das Dach noch so ein bisschen nach vorne ziehen. Aber jetzt fehlt immer noch hier das Dach. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist alles für den Arsch. Es geht nicht. Warum kann ich das da jetzt nicht platzieren? Kack. Blödes Drecks. Mistding. Wenn ich die vielleicht wegnehme, geht's dann. Okay, dann geht's. So, dann machen wir das wieder so. Dann nehme ich das erstmal weg. Spring wieder zurück und hoffe, dass ich das jetzt hier platzieren kann.
Sehr gut. So, dann haben... Ah, zumindest das haben wir schon mal. Dann die Dinger wieder da rein. Falsch rum. Dann müsste das das sein, ne? Ja. Hier könnte ich eigentlich gerade nochmal, wenn ich schon hier stehe, die Fenster rein tun. Ich hoffe, hier reicht es von der Entfernung her. Nee, 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 falscher Snap-Point. Blödes Spiel. Hör auf damit. So, dann haben wir da schon mal Fenster drin. Eigentlich könnte ich hier... Entschuldigung, jetzt habe ich gerade mein Mikrofon weggehauen, weil ich mich gerade geärgert habe. Ich habe nämlich gerade wieder was gesehen. Das war doch eben richtig rum. So, also. Probieren wir es noch einmal. So. Sieht. Alter! Du Kack, blödes Mistdrecksvieh-Ding-Spiel. Und es ist immer die... Warum nehme ich... So, jetzt probiere ich mal da, wo Left dran steht. Steht hier Left, da steht Right, da steht Left. So, Use Item. Ey, das kann's doch... Das ist doch nicht wahr. Kann der mal aufhören, das immer rumzudrehen, wenn ich das platziere? Wieso kriege ich das doch nie hin? Ich meine, zieh mir das jetzt mal da drauf. Ja, toll. Okay, so scheint es zu gehen. Also... Perfekt. Yay, wir haben endlich unsere Bude zugebaut. Wahnsinn, ich bin begeistert. Es hat ja nur ewig gedauert. Es hat ja echt nur ewig gedauert. So, aber das wird doch. Hier können wir jetzt ganz gut eigentlich Sachen drin unterbringen. Wie gesagt, nur hier hinten mit dem Ding bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ich glaube... Na, da ist die Tür. Das ist ein bisschen doof. Ich überlege gerade, wie ich hier meine Rampen bauen kann. Da muss ich mir nochmal einen Plan machen. Was ich jetzt noch brauche, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 4 Schräge, 4 Schräge, also 8 von den Roofs und, warte mal, 8 Roofs und 8 Sloped Roofs, genau, und dann könnte ich mein Dach da rausziehen. Allerdings muss ich dafür jetzt wirklich erstmal wieder Metallfarm gehen, weil wie ihr seht, ist die Kiste leer. Und mit leer meine ich wirklich leer. Deswegen würde ich an dieser Stelle einfach mal wieder dazu neigen. Moment. Metal Roof. Ich mach mal die, die noch gehen. Das sind 6. Und ein Metal Floor habe ich noch. Nee, wir machen das anders. Ich mache erstmal Railings. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich baue... Das sind die normalen, ne? Scheiße. Kann ich das abbrechen? Gib her. So. Ich wollte nicht die normalen Metal Railings, sondern ich wollte die UC Metal Railings. Ja, komm, ich mache einfach alle. So, und an dieser Stelle muss ich leider sagen, ich verabschiede mich wieder von euch. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge und ich werde in der Zwischenzeit mal ein bisschen Metallfarmen gehen, damit wir da weiterbauen können und das endlich zu Ende bringen können. So, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal und tschüss.